Willkommen zu einer weiteren Folge Wildflowers und es ist ein wundervoller Montag, der nicht verregnet ist. Terra streckt sich nochmal und wir können beginnen und müssen jetzt erstmal schauen. Ich laufe schon wieder langsam, aber ich habe doch den tollen Trank hier gemacht und wenn ich das richtige Menü aufmache, dann finde ich den auch. Und zwar den hier, längerer Temposchub. Die ganze Woche. Walking slow is done. Quicken my feet and make me run. Jo, und das für eine ganze Woche. Kannst du jetzt laufen? Richtig gut. So, ich muss Violet ihre Blumen geben. Ich soll Natalia einmal besuchen. Wegen ihrem Charmtrank, den wir nur aufgehoben haben. Hoffentlich. Hoffentlich hat es geklappt. Ansonsten, in 5 Tagen findet die Frühlingslibelei statt. Also ist noch ein bisschen hin. Das wird in dieser Folge wohl noch nicht passieren. Bei Cameron muss ich mal vorbeischauen. Na, eigentlich bei allen mal wieder vorbeischauen. Aber jetzt pflanzen wir erstmal irgendwas Schönes an. Was nehmen wir denn mal? Nehmen wir mal den Weizen. Ja, kommt mal rein hier in die Erde. Habe ich hier noch irgendwas zum Ein... nee, da nicht. Warte mal da. Oh. Die Dinger. Dann machen wir auch nochmal Weizen. Und da nochmal Weizen. Und der Pflanze kommt schon und will gießen. Das ist schön. Das ist sehr gut. Ich muss doch gleich mal im Gewächshaus vorbeischauen. Da könnte eigentlich auch schon was fertig sein. Und ich darf nicht vergessen, eine Dämmung zu gießen. Ich werde es wahrscheinlich vergessen, aber ich darf es nicht vergessen. Okay, das muss noch gegossen werden. Das macht unser Pflanzi. So, dann nehmen wir mal alles mit. Ach ja! Ich muss ja gar nicht aufsammeln. Ich brauche nur vorbeilaufen. Ich habe doch noch diesen ollen... Ja, keine Ahnung. Nehmen wir Magnetzauber. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ist ja auch egal. So, 7.40 Uhr. Das dauert noch ein bisschen, bis die aufmachen, ne? Macht Natalia heute überhaupt auf? Ja, 9 Uhr. Dann gehe ich nochmal kurz in den Wald. Grab da ein bisschen um. Vielleicht finde ich ja noch Rezepte. Es ist gut davon auszugehen, dass ich noch nicht alle habe. Dass da noch welche auf mich warten. Aber man muss aber schon sehr dicht dran gehen, damit er das einsaugt. So, das Steinchen kann ich mitnehmen. Ach Mensch, Giver geht zur Arbeit. Ja, moin. So, might there be a chance I could come take a look at this magic circle of yours? For science? I don't think that's really allowed. Sorry. Right. Well, I had to ask. Und dann grinst sie. Ja, ich glaube nicht, dass das so erforscht werden ist so eine Sache. Is it? Oh, nee. Der Query? Ja, irgendwas mit Erdbeeren auf jeden Fall. Irgendwas mit Erdbeeren. Dakiri? Heißt das Dakiri? Wahrscheinlich heißt es Dakiri. Ich weiß es nicht. Ich kenne sowas nicht. Is it? Nein! Italienische Wurst! Okay. Leckere italienische Wurst. Nee. Das ist nicht dein Ernst. Chakalaka. Ja, sag mal. Also wenn das so weitergeht, zieh dich wirklich mal durch. Sag mal, wie viel... Kann ich ja hier nicht sehen. Kann ich ja am Herd sehen. Ich muss doch langsam mal alles haben, was es gibt. Das kann doch nicht sein. Total irre. Das ist total irre. Ich müsste eigentlich auch alle Bücher haben. Ich habe ja das von Dings auch gekauft. Von Damon. Und eigentlich müsste ich so langsam... Also so langsam müsst ihr doch mal alle Rezepte haben, sag mal. Ist ja wie verhext hier. Haha, ja. It makes me real happy to see Gloria with her kids again. And they're happy too. Violet gave me a handful of Dahlia seeds the other day. For free. Das ist doch sehr schön. Da freuen wir uns natürlich alle. Moin, Amira. I wonder if Vanessa could have gone another way. If someone had just reached her sooner. I wasn't born into a witch family either. I also had a friend who brought out my powers. Could I have turned into a dark witch too, if a few things had gone differently? Tja, wer weiß es schon. Wir werden es hoffentlich nie erfahren. So, Thomas, Montag. Also gar nichts zu tun. Gleich an Strand, ist ja ein Ding. Zack. Ja, dann drehe ich nochmal eine kleine Runde über den Strand. Und dann schauen wir entweder bei Natalia oder bei Violet vorbei. Im Optimalfall bei beiden. Natalia muss ich wirklich im Laden erwischen.
Bei Violet weiß ich das gar nicht, aber ich denke mal auch. Wäre auch lustig, wenn man so die Fische aus dem Wasser kriegen könnte. Gehst hier lang, zack, saugt er die ein. It's so funny to me that Angus gets all worked up over his hot cross buns. He hasn't been to Mass since he was a kid, but some traditions just stick, I guess. Ah ja, der gute Angus. Habe ich die Quest? Nee, die habe ich nicht mehr. Nee, die habe ich schon fertig gemacht, ne? Ich glaube, das konnte ich ihm gleich geben. Ah, da müsste ich mal. Da war ich nicht. Ich habe nicht in den Keller geguckt. Das müsste auch langsam fertig sein. Der Whisky und der Kartoffelwodka. Kartoffelwodka? Kartoffelschnaps oder was ist das? Wodka. Na, Prost Mahlzeit. So. Kurz vor. Oh! Ach ja, wegen der Blume. Halt. Ooh, are those my bouquets? The town square is gonna smell so good. Thanks for this, Tara. This is my mom's first festival since she became mayor, and I just really want it to go well, you know? Of course. Anytime. 500 Münzen. Das ist nicht schlecht. Also das ist, ich glaube, der höchste Betrag, den ich hier für eine Quest bekommen habe. So, jetzt laufe ich erstmal zu Natalia. Muss nämlich jetzt in dem Laden sein. Dann quatschen wir mal. Tara, you're my hero. No one has come by to offer me free food or tell me how beautiful I am. Yay? Look, don't get me wrong. All the attention was nice, but I'm relieved that it's over. Natalia, I wanted to bring you something to make up for everyone in town falling in love with you. No offense, but give it to Tara. She earned it. And I think I'm all good with your libations for a while. Okay, well, here. Just so you know, you can use the potion you made Natalia if you feel like your relationship with someone is going too fast. You know, if you feel like you want to explore your options before settling down. Just give it to that person, and you'll cool down your relationship's progress with them. Without having to ghost them for a couple days until they get the picture. Okay, good to know. No ghosting necessary. Handy, right? Ja, total praktisch. Dreimal Whisky, ja sauber. Den brauchte ich doch für welche Quest eigentlich? Ich glaube, für Wesley war das, genau. Na toll. Jetzt habe ich das Zeug gebraut und kriege jetzt 3 Flaschen geschenkt. Na komm, wir reden mal. The Book of the Mind says we should all meditate regularly. But see, I could never really meditate before. I was always afraid the ghost would come for me. No matter what I was doing, a tiny part of me was alert, watching. And now, a part of me can chill out for once. So, I can meditate, and get a good night's sleep, and maybe even watch a scary movie. Whoa, now, let's not get ahead of ourselves. Genau. Irgendwelche Quests? Ach, die wollte ich ja machen. Oh, was ist das denn? Falls du Zeit hast, würdest du eine Liebeskarte für Lina schreiben? Vielleicht, Lina, ich weiß, wir haben viel durchgemacht, aber ich würde dich sofort noch einmal heiraten, wenn ich könnte. Oh. Das machen wir natürlich gerne. So, Gloria, erzähl mal. Tara, thanks so much for giving Violet a hand. We have so many bouquets, we're running out of space to store them. Really? In the mayor's mansion? Well, Sebastian's allergies get triggered, so we're trying to keep them all in one of our guest rooms. But the spring fling is going to be just spectacular. Ja, da bin ich mal gespannt. Also, wenn die das schon alle so anpreisen, ne, da muss ja richtig der Punk abgehen. Hat jemand was zu erzählen? Wir beide hatten schon. Ja, komm, reden wir mal ein bisschen. Sebastian's been so happy since his mom came back. I wish. Forget it. It's a stupid thought anyway. Nicht, dass es was bringt, aber ich gebe dir mal Bananensmoothie. Yum. Ja, das weiß ich schon. Es geht wirklich langsam voran. Aber ganz langsam. Mommy looked worried. But she's too brave to be scared of a bully like Mrs. Soft. Okay. I called Mrs. Soft a witch once for giving us too much homework, but I didn't know it was true. Gut, dann drehen wir mal eine Runde durch den Wald. Ach, bei Parker können wir noch vorbeischauen. I've learned a thing or two about floriography, but are there any books on magical flower language? What if I gift someone a magic flower because I think it's beautiful, but it turns out that specific bloom means
I don't know, may rats and gnomes overrun your house. That'd be super specific. But not impossible. Nee. Ach, eher keine Bauprojekte mehr. Irgendwo hatte ich doch noch mal was zum Bauen gesehen. Wo war denn das? War das bei mir zu Hause? Ich weiß es nicht mehr. Da habe ich es mittlerweile schon gebaut. Ach Mensch, Bruno, moin. It's hard, Otto leaving like that. But inside him somewhere is the boy I know. When he comes back, I'll help that boy show his face to the world again. Ah, da hat er wirklich schwer dran zu knabbern, ne? Hab ich was für dich? Mal gucken. Ach, guck mal hier, das magst du. Bratflunder-Sandwich, jawoll. You sure you want a simple fella like me to have this? Das möchte ich auf jeden Fall, Bruno. Ich will ja mal Otto sagen. Ich rede hier mal durcheinander, ich weiß gar nicht warum. Altersmäßig kann das nicht daran liegen. So, noch eine Runde mit Shelby quatschen. Do you think you might move closer to town now, Shelby? Why would I do that? Nothing's changed. Are you serious? Everything's changed. Don't rest on your laurels. There's always more things that need to be put back in balance. Ich fürchte, der gute Shelby weiß natürlich wieder mehr. Jetzt haben wir erstmal genug Aufregung gehabt hier. Gut, dann gehe ich mal in die Dämmerung. Jetzt mal die Blumen gießen, die Fische kann ich angeln, ja. Machen wir das mal alles. Ich weiß auch nicht, ich könnte ja auch diese Bäume noch anzapfen, aber wie es braucht. Aber gut, vielleicht mache ich es lieber jetzt, weil irgendwann kommt vielleicht doch eine Quest. Und dann habe ich das Material schon fertig. Muss ich dann erst damit anfangen. So, dann ab zu den Fischen. Das war hier. Und Wollkraut einsammeln. Einmal. Naja, immerhin. Ich muss gerade überlegen, was fehlt denn mir eigentlich? Mach mal für diese ollen Spulen. Das wollte ich doch letztens herstellen und dann fehlte irgendwas. Ich weiß nicht mehr was. Oh, ne. Hier gibt noch. Es nimmt einfach kein Ende. So, mein lieber Fisch. Muss erstmal warten. Oh, wow. Ich glaube, da ist er nicht traurig drum. I found something. A recipe? Was für ein Ding? Arroz con gandules? Ja, ich denke mal, so wird es sein. Na, der Fisch, der kommt gleich wieder. So, dum. Halt, da war. Okay, diesmal keine Flasche. Gotcha. Nummer 1. Oh, das ist aber ein süßer Schmetterling. So, und die anderen kriege ich hier. Jawohl. Gut, dann wollen wir mal schauen, ob der andere Fisch auch schon da ist. Oder wieder da ist. Oder ob der überhaupt wieder kommt. Ich glaube schon. Müsste eigentlich wieder kommen, oder? Nee, irgendwie nicht. Oder später. Naja, gut, hat Glück gehabt. Gut, ja, das könnte ich abgeben, den Whisky. Ich muss ja sowieso einmal, wer wollte das nochmal haben? Francis. Hups. Aber wahrscheinlich, nur wenn er auf Arbeit ist. Weil den hatte ich ja schon der hatte die Quest noch gar nicht angenommen gehabt. Stimmt, da hatte ich die noch gar nicht. Okay.
Ich gehe mal kurz rüber in die Dämmerung. Ach nee, ist Montag. Aber ich gehe trotzdem mal rüber. Die haben ja alle zu. Okay. Was habt ihr für Quests hier? Liebes... Na, den kriegst du nicht. Ach, der gute Wesley. Der hat immer auf. Moin. Ah, just what I was looking for. Jo. Na komm, quatschen wir mal. My grandfather used to tell me that bears and wolves are our friends, not our enemies. Then, wouldn't he want you to embrace the way you look? Yes. And I'm trying. For him. So. Na komm, kriegst das hier. Ah, Tara. I've always said that lots of different protein sources make for a healthy diet. And you clearly agree. Ja, ja. So, ja, wie gesagt, das geht nicht höher. Nur hatte ich einen Kommentar bekommen, dass ich mit ihm an bestimmten Orten sprechen muss. Also es gibt ja noch einmal, wenn er auf der Treppe, auf der Bank sitzt, in Fairhaven. Und dann trifft man ihn ja auch noch. Trifft man ihn noch an? Es gibt ja noch irgendwie einen. Ah, ich habe schon wieder vergessen. Amira mentioned attending the Spring Fling. I'm sure she'll look lovely, as always. Okay. Was ist denn da los? I hear Gloria has been returned home. All creatures deserve to be with family if they choose. Alle Kreaturen, okay. Ja, wo trifft man den noch? Also hier oben, glaube ich, an der Brücke, aber das... Ach nee, ja, auch hier unten, glaube ich, ne? Da, wo die anderen beiden stehen. Da kann er auch sein. Meine ich, mein ja. Ah, was weiß ich nicht schon. Gut. Was haben wir denn noch? Ja, wir haben sonst nichts mehr. Außer ich treffe noch einmal Francis. Ach, warte mal, die Quest kann ich doch machen. Warte mal. Da brauche ich... Achso, noch ein Jahr. So, die muss ich jetzt im Briefkasten werfen wahrscheinlich, ne? Oder bringe ich das? Ja, Briefkarten des Empfängers, okay. Das machen wir eben. Und dann könnte ich eigentlich nochmal mit Parker reden, haben wir das auch schon erledigt. Dann müssen wir noch Francis einmal treffen. So, dann haben wir das auch schon wieder. So. Lena, a love card. Parker wrote the message himself. Und dann gehen wir gleich mal zu ihm. I delivered your card to Lena, Parker. Hey, thanks. I'm already getting her a bouquet, of course, but not everyone speaks flowers. I didn't know flowers had their own language. Oh, yeah. Like, if you want to secretly tell someone you're disappointed in them, yellow carnations. I'll try to remember that. Mhm. Wieder was gelernt. Da geht's heute mal wieder nicht doof ins Bett. So, wie gesagt, ja, Ding. Na, da muss ich nochmal gucken, ob der fertig ist. Da war ich jetzt natürlich nicht im Keller. Natürlich nicht. Francis, vielleicht finde ich den jetzt noch am Strand. Kai reden? Kim. Auf Kai. Na, irgendwas mit K halt. I wonder if Vanessa left any of her clothes behind. I could stretch out some of her pantsuits, maybe rip them up a little. Cam. Okay, okay. No fashion larceny. Apropos. Ich müsste mal bei Cameron vorbeischauen. Fällt mir gerade mal ein. Hat er auf? Jo. Moin. Wird, glaube ich, kein spannendes Gespräch. I love taking walks in the fresh air. The body must be healthy to sustain the climb up the mountain. Oh, so do you hike up the actual mountain past my farm then? You're funny. Ja. Im Moment gehen bei dem die Herzen auch nicht hoch. Da muss auch noch irgendwas passieren. Vielleicht auch erst in der nächsten Saison. Das ist, wenn man die Jahreszeit wechselt, passiert. Wobei, kann ja eigentlich auch nicht sein, weil früher, vor dem Update, konnte man ja auch nicht die Jahreszeit wechseln. Aber man konnte ja schon die Beziehung aufbauen, oder?
Ich weiß es nicht genau. Ah, hier, komm, da bist du. Oh, Tara, this is just what I need to make my latest statement piece pop. Thank you. Ja, gerne. So, da war er doch eben. Genau. Natalia did the sweetest thing this morning. She brought me a set of cast iron pans she'd made, and she apologized for what she said last fall. How shocking. I had no idea that would happen. She hadn't come into the diner for months. And to be honest, I don't know if I'd have let her. Natalia doesn't always know what to say. This time she said the exact right words. Gosh, I feel so much better. Ja, dann ist ja wieder alles im Lot. Das ist schön. Ja, jetzt kann ich eigentlich... Eigentlich könnte ich jetzt ins Bett. Zu tun habe ich jetzt nichts. Alles ist angepflanzt. Ach komm, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Bevor ich wieder Schmecker kriege. Gibt es immer ein bisschen Pflege für die Tiere. Oh, hier, da habe ich sehr viele von. Ja, da kriegst du einen leckeren Lachs. Das lass ich mal schmecken. You still liked that, didn't you, Kitty? Und Streicheleinheit. Come here. So, das gute Katzenfell. So, erstmal die Hühner. Sagen, wo steckt sie denn das dritte? Ja, bist du ein Stubenhocker? Nee, bist du nicht. Bist du ja draußen, ne? Fein. Fein bist du. So. Ich will hier rüberspringen. Okay. Mal Lady streicheln. So, Butterblume. Genau, und Kunigunde. Sehr schön, dann haben wir das doch erledigt, denn ich gehe jetzt ins Bett. Kurz nach Mittag kann man noch mal ins Bettchen. Achso, ich gucke mal kurz in den Keller wegen dem Schnaps. Was eine Stunde braucht er noch. Nicht schlecht. Is it time for bed? Mm-hmm. So, ein wundervoller Dienstag startet. Wir haben noch 4 Tage. Gucken. Ja, das ist echt toll. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Okay. Ja, schau mal. Oh ja, die Emo-Rüben. Die haben gestern schon so verdächtig aus dem Boden geguckt. Gut, ach komm, Blumenkohl. Irgendwas muss in die Erde. Ah, der auch, okay. Dann mache ich wieder gleich Blumenkohl hin. Das auch weg. Herrlich, herrlich, herrlich. Oh, die Bohnen sind auch fertig. Krass. Ich finde das witzig, dass der Propellobot auch über den Zaun hüpft. So, schon lustig gemacht.
So, der Blumenkohl ist weg. Ein Feld haben wir noch. Was machen wir da rein? Ja, komm, Rüben. Gut ist. Mann, ich komme gleich hierher hier. Der Pflanze ist mal auf den Fersen. Die Orangen? Jo. Zitronen. Orangen. Ja. Genau. Gelbe Orangen, Captain. So, haben wir hier eigentlich irgendwas fertig? Nö, nö, nö. Gut. Ja, sind noch die zwei Quests. Ich werde jetzt mal die Zeit wieder ein bisschen flotter machen. Weil im Moment gibt es gar nicht so viel zu tun. Machen wir von entspannt auf normal. Das sollte dann auch reichen. Ach, das wirkt immer noch, das Ding. Sehr gut. Hier haben wir alles mit. Bei 8.20 Uhr brauche ich im Ort noch nicht aufschlagen. Da ist eh noch nichts los. Aber Thomas, da ist schon was los. So, how's it going these days? Got my cauliflower. Ich glaube, das meint sie nicht, Thomas. I mean with Sophia. Well, we've been taking walks, watching movies, going to dinner and milk water. What I'm saying is, I'm real happy, Tara. Oh, das ist schön. Das freut mich wirklich. Das ist sehr schön. So, was haben wir da? Ah, Blaubeeren sind fertig. Ach Mensch, Kite, ich habe dich doch gestern gar nicht gesehen. It's nice that Gloria's back. I haven't seen her little cakey so happy since, well, ever. Violet too. I saw her at the beach the other day and she actually looked like relaxed. Hm, das ist gut. Ja, schade, dass die Dinger nicht automatisch vom Strauch abgehen. Da ist noch Handarbeit gefragt. So. Was liegt hier unten? Hier müsste irgendwas liegen, weil gestern war nichts. Ja, siehst du, Saito. Da war hier eine Muschel. Ich weiß gar nicht mehr. I don't know. So, drehen wir eine Runde. Achso, jetzt habe ich vergessen, die Zeit läuft ja jetzt schneller. Ich wollte gerade sagen, so, was? 9.40 Uhr schon? 9.50 Uhr jetzt? Ah, ich habe auf normal gestellt. Und da muss man sich ganz schön sputen. Da ist ja nicht viel dran an so einem Tag. Moin. Sometimes I think I should have put my shop by the shore, so I could look at the ocean every day while I work. Then I remember the glare coming off the water always gives me migraines when I stare at it for too long. Ja, dann ist es wirklich nicht gut, hier einen Laden zu haben. Wenn es ist. Dann bleib mal lieber da auf der Promenade. So. Ah. The other day, Cameron asked me to teach him how to make salmon broth soup. I said, why not? He's done a real 180 on the Book of the Mind. Hmm. Ja, der gute Cameron. I never get tired of salmon. Ja, das weiß ich schon. Gut, was ist hier so los? Oh! Hey, Wesley. I got your order ready, same as last week. I don't know where you put it all. Or maybe you're making dinner for a special someone? Nope. That really is just for me. Gegen einen ordentlichen Appetit ist nichts einzuwenden. Wie wäre es mit Gemüse? Du bringst ihn in Verlegenheit. There's nothing wrong with having a healthy appetite, Kim. I've always got some snacks packed in my bag for extra energy. Thanks, Tara. Is it true that sometimes you keep whole containers of soup in there? I know Kim's just teasing me, but to be honest, I do miss being able to go out to a nice dinner with friends. I look forward to an evening of great food and good conversation. Hey, I would be happy to join you for dinner anytime, even if you are feeling a bit buzzier. I might take you up on that. Oh, wir sind gute Freunde. Hallo, Wesley. So, was gibt's denn bei dir, Nina? Hast du einen Brief bekommen? Oh, it is such a relief to walk by Town Hall and see Gloria there instead of Otto. Or even Antonio. Antonio was all right, but Gloria? She knows how to get things done. Okay. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ja, noch einmal auf dem Herzen? Nee. Ich wollte noch mal kurz bei Cameron vorbeischauen. Hat Amira irgendwas? Nö.
Oh, gut. My flock might think they're learning from me, but really, I'm learning from them. Mhm. Ja, Cameron, wir müssen auch mal ein bisschen zu Potter kommen hier, du. Ne? Was haben wir denn für dich? Haben wir für dich was überhaupt? Nee. Er mag immer nur süße Sachen, ne? Er mag immer nur süße Sachen. Hier ist auf. Na, Parker? Und? Lina, was erzählt? Sometimes I think I should take up a hobby, like ceramics. But what would I even do with all that pottery? But then, if I sell it in my shop, it's just another job. Ja, das stimmt. Außerdem stellst du ja schon Sachen aus Holz her. Ist ja auch nicht schlecht. Da brauchst du ja nicht noch Töpfern. Oh. Oh. Was haben wir denn? Hey, Tara. Violet says you're making bouquets now, too. Mm-hmm. Juliet! Oh, do you have a crush on someone? No, it's not like that. Dad's birthday's coming up, and I was hoping to take a bouquet when Mom and I go visit him. I think I saw Dr. Syed put some special flowers in the cauldron by the coven circle. Could you make a bouquet out of those? I want Dad to know I've found my place here. Of course, Juliet. It will just take a few days. Thanks. A few days? Das geht sofort. Was brauchen wir denn da? Ein mystischer Strauß. Okay. Hab ich den? Ich weiß gar nicht. So, ich hab grad nichts auf dem Herzen. Oh, könntest du eine Liebeskarte für Francis machen? Ich möchte, dass draufsteht, für mein Häschen, das süßer als Honig ist. Ich werde dich für immer... Oh, das mache ich natürlich gerne. Ich spiele doch gerne hier den Amor. So, dann will ich mal gucken, ob ich diesen Strauß machen kann. Erstmal kurz bei Natalia vorbeischauen. Nö, ist ja gerade nichts auf dem Herzen. Na dann. Gehen wir da mal kurz. In den Blumenladen, hätte ich bald gesagt. Hier hin. Ah, da ist er. Was brauche ich noch? Nee. Goldlauch. Da bin ich aber gerade dabei. Und einmal Wollkraut. Ich muss mal gucken. Heute ist Dienstag. Leider hat Perry nicht auf. Vielleicht hat die Goldlauch sogar da. Ich könnte mal einen Wachstumstrank machen. Wenn ich ihn nicht schon habe. Also einen Beschleunigungstrank. Doch, da war... Warte mal, da war irgendwas. Nee, da, oder war das Ernte verdoppeln? Halt. Da. Wunderwuchs. Kann ich mal gucken, dass ich das vielleicht beschleunige. Das Wachstum. Und dann... Genau, noch einmal Wollkraut, das wäre dann morgen fertig. Ich muss noch hier den Brief fertig machen für Angus, das mache ich natürlich sehr gerne. Und, ja, der Kartoffelschnaps, habe ich mal gesagt, Kartoffelwodka. Der muss auch noch fertig werden. Und dann gehen wir stark auf die Frühlingsliebelei zu. In 4 Tagen, das ist dann bald, nächste Folge. Mal gucken. Vielleicht spiele ich auch mal 1-2 Tage so, dass das ein bisschen beschleunigt wird, weil das dauert doch ganz schön lange jetzt. Ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder reinschaut. Und ich verbleibe mit einem. Ciao, ciao.